Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem vergangenen Tag, Call of the Wild. Da sind wir wieder am Start und heute gucken wir mal uns was an, was wir, oder was ihr mir in die Kommentare geschrieben habt. Einer von euch hat mir in die Kommentare geschrieben, ich soll nochmal den Sundberg bzw. den Rhino Revolver auf Alligatoren testen. Und ich war der Meinung, dass wir das eigentlich schon mal gemacht haben, aber ich glaube, wir haben es noch nicht gemacht. Ne? Wir haben den damals auf Büffel getestet und nochmal auf, ich glaube, Wildschweine und so, Klasse 4 Tiere. Denn der Sundberg-Revolver, beziehungsweise die Munition, die 4,54er, ist, glaube ich, tatsächlich die einzige Munition, die zulässig ist und eine 100er Aufpilzungswert hat. Und 100er Aufpilzungswert heißt natürlich erstmal ordentlich, ordentlich Wirkung im Körper, in der Lunge, wenn wir sie treffen. Und vielleicht eine relativ kurze Fluchtdistanz bei den Alligatoren, was dann dazu führen könnte, dass die vielleicht nicht immer absaufen. Könnte also tatsächlich ein Gamechanger sein. Ich habe natürlich den Rhino eingepackt, der ist ja umsonst. Ne, der Rhino ist der bezahlte, ne? Der Rhino ist der bezahlte, den habe ich hier. Da ist auch die Aufpilzungsmunition drin. Und dann habe ich nochmal die Durchschlagmunition. Es gibt natürlich auch eine 100er Durchschlagmunition. Die habe ich dann hier im Sundberg-Revolver drin. Der ist nämlich der kostenlose, aber ist ja im Prinzip der gleiche, die gleiche Waffe, nur einen anderen Reskin. Und damit werden wir heute versuchen, Alligatoren zu jagen. Das Ding ist natürlich, da müssen wir schon relativ nah ran, würde ich sagen. Alligatoren oder Pistolen halt. Natürlich logischerweise nicht so die effektive Schussdistanz. Wir können hier bis 75 Meter nullen. Aber ich denke mal, wir müssen schon so auf 50 Meter an einen Alligator ran, mindestens. Um vielleicht die Wirkung dann zu sehen, dass wir wirklich in die Lunge reinkommen. Vielleicht sogar in beide Lungen, je nachdem. Mit der 100er Durchschlag sogar eher als mit der 100er Aufpilzung, denn die hat nur einen 25er Durchschlag. Was heißt nur, ist auch noch relativ okay, sag ich mal, dafür, dass die 100er Aufpilzung hat. Und da bin ich echt mal gespannt, wie das performt. Weil wenn es wirklich gut läuft, könnte das vielleicht sogar die beste Waffe für Alligatoren sein. Zumindest, wenn man in der näheren Distanz schießt und nicht irgendwie auf 300 Meter. Und wir haben natürlich auch 5 Schuss. Ich bin immer ein Freund davon, wenn man Alligatoren hat, dass man, wenn man jetzt keine Wertung für die braucht, immer, weiß ich nicht, am besten 3-4 Mal reinschießt, dann saufen die halt wenigstens nicht ab. Ne? Deshalb haben wir auch damit die Option, mit 5 Schuss hier die Alligatoren zu erlegen. Aber erstmal müssen wir welche finden und ich hoffe mal, dass hier in der Bucht gleich die ersten auftauchen und wir dann die Revolver mal testen können. So, da hinten sehen wir tatsächlich welche im Busch liegen, weit entfernt von Gut und Böse leider, aber da vorne sehen wir ein Boot und ich glaube, dass wir mit dem Boot darüber kommen. Und das Boot ist direkt neben dem Alligator, der da liegt. Also, ich denke mal, die Distanz ist dann nicht ganz so groß. Ich guck mal, dass wir uns den vielleicht auf der Karte markieren. So, jetzt machen wir mal Waypoint. Ja, passt schon ungefähr. Und dann gucken wir mal, dass wir darüber kommen. Und vielleicht tatsächlich in Schussdistanz kommen mit dem Revolver. Ist auch nicht so schlimm, wenn die fliehen im Zweifel. Warte mal, das hier war der richtige Einsatz, ne? Ich mache den schon mal bereit, wenn wir da rüberkommen, dass wir da direkt zum Einsatz kommen. Das Ding ist natürlich, wenn wir jetzt da rüber gehen, ist wahrscheinlich, naja, der Busch wieder im Weg, ne? Weil der rennt dann bestimmt aus der Distanz, oder? Aber geht, ne? Ah ja, ist echt nicht weit weg. Ist aber echt nicht weit weg. Das Problem ist nur, dass wir jetzt natürlich hier komplett im Wind sind. Und nicht da oben ist er, ne? Ich würde halt gerne einen guten Schuss drauf kriegen, aber er ist gerade mit dem Schwanz zu mir. Ja, er warnt nochmal. Er warnt nochmal, der Kleine. Aber noch haut er nicht ab. Das ist unsere Chance eigentlich. Wenn er sich nochmal drehen würde. Ein bisschen drehen. Sehen aber halt echt so. So schlecht. Oh, wir sehen aber schon. Oh, der muss gesessen haben eigentlich. Aber 75. Der wird absaufen, ne? Der wird absaufen. Der zweite auf jeden Fall Lungentreffer. Das können wir schon mal festhalten. Die Distanz gar nicht mal so weit. Der zweite war auf jeden Fall Lungentreffer. Aber der wird einfach nicht absaufen. Da hätte ich echt mehr erwartet, muss ich fast sagen. Wir sind hier knappe 30 Meter Distanz, die wir geschossen haben.
Aber den kriegen wir nicht. Den werden wir nicht kriegen. Ich glaube, der andere, wo war der? Da hinten wahrscheinlich irgendwo, ne? In dem Gebiet. Aber ich sag mal so, der ist auf jeden Fall tot. Das sehen wir hier. Aber er ist abgesoffen. Also, das, was ich mir eigentlich von dem Revolver erhofft habe, ist schon mal direkt beim ersten zum Scheitern verurteilt gewesen. Ich gucke nochmal, wo der erste Schuss gesessen hat, weil der hier war auf jeden Fall zumindest in der einfachen Lunge, das sehen wir hier, tödlicher Treffer. Er ist ja auch tot, aber er ist halt einfach abgesoffen. Wir haben direkt gesehen, er ist nach unten weggetaucht im Fluss. Da hinten sehen wir noch den anderen schwimmen. Ja, der macht auch da schön hier den Brunftschrei, aber der taucht nicht mehr auf, ne? Da brauchen wir auch nicht warten. Ich gehe mal eben hier oben gucken, ob wir den ersten gar nicht getroffen haben, weil das würde mich fast wundern. Ja, doch, hier haben wir den getroffen, ne? Ja, erster Schuss sehen wir hier. Der hat gefehlt. Jetzt müsste ich natürlich, hätte ich natürlich gerne gesehen, wo wir den getroffen haben. Keine Organe getroffen. Aber ich hätte fast davon, oder ich wäre fast davon ausgegangen, dass vielleicht ein Schuss sogar tatsächlich reicht. Gerade aus dieser kurzen Distanz, also viel näher werden wir halt auch nicht rankommen, ne? Klar, wir können dann diese Run-and-Gun-Taktik machen, wenn die irgendwo im Gras liegen. Aber 30 Meter ein Schuss, ey, das muss eigentlich der Treffer letztendlich sein. Mal gucken, ob der hier vielleicht noch an Land kommt. Und ja, das hätte er sein müssen, ganz klar. Und wie gesagt, tot ist er, aber eben nicht aufgetaucht. Also leider, leider nicht der erhoffte Effekt, nicht der Game Changer, den ich vielleicht vermutet hätte mit dem 100er Durchschlag oder mit der 100er Aufpilzung. Insofern schwierig. Ich guck mal, ob ich den Alligator davon noch erlegen kann. Oder ob wir uns einen anderen suchen. Denn ihr wisst, einmal ist keinmal. Zweimal ist dreimal. So, da vorne haben wir den nächsten Alligator, der aber schon auch wachsam ist. Und ich weiß nicht, ob das Gewässerchen tief genug ist, damit er sich verstecken kann. Sonst könnten wir hier Run-and-Gun-Methode machen, um da in die Distanz zu kommen. Müssen wir ein bisschen gucken, ne? Das Problem ist halt, dass er in diesem hohen Gras da drin ist und dadurch sind die mal ein bisschen schwer zu sehen. Aber ich hoffe, dass wir das hinbekommen und da nochmal in eine relativ gute Schussdistanz kommen, ohne dass der vorher einen Reiß ausmacht. Denn das wäre natürlich nicht so gut, ne? Ich würde schon gerne einmal erlegen mit dem Revolver, gerade auch mit der Munition, um zu sehen, ob es wirklich jetzt gerade einfach Pech war, aber eigentlich 30 Meter. Ich meine, er war vergleichsweise schnell tot, ne? Aber ist halt auch immer die Frage, wo man die schießt, wenn man die an so Flüssen schießt oder auch an der Küste, wo es halt schnell einfach tief wird. Dann hat man häufig einfach das Problem. Okay, ist wieder ruhig, perfekt. Das ist schon mal gut. Hat man häufig das Problem, dass die halt einfach so schnell in welchen Tiefen sind, wo die nie wieder auftauchen, ne? Wenn man jetzt hier an so flachen Gewässern schießt, dann hat man noch ein bisschen mehr die Chance, dass sie dann auftauchen. Ah, er hat mich aber schon wieder, ne? Er hat mich schon wieder. Das ist natürlich jetzt hier nicht so geil, aber ich habe auch keine andere Wahl, ne? Wir müssen halt einfach versuchen, näher zu kommen, ohne dass er abhaut, aber boah, das wird mir. Ich glaube, wir kommen halt nicht in die Distanz rein, ne? Das ist halt auch der weitere Nachteil wahrscheinlich von dem Revolver, dass man wirklich die Distanz braucht und man, wie gesagt, das meistens eigentlich nicht hinbekommt, außer vielleicht echt mit drauf zusprinten und dann aus der Close Range schießen, so wie gerade zum Beispiel, wo wir auch tatsächlich den Weg vom Wasser sozusagen blockiert haben und damit ganz gut gefahren sind. Ich würde gerne spotten, nämlich seinen Status sehe, aber also schneller E kann ich nicht drücken. Schneller eh geht nicht, aber ich kriege nie gespottet. Aber er sieht vergleichsweise entspannt aus, ne? Chillt da ein bisschen. Ist auch nicht mehr so weit, ne? Oh, jetzt haben wir ihn. Er ist ruhig, perfekt. Ja, also eigentlich müsste man das auch auf 50 Meter versuchen, weil, jetzt aber wieder aufmerksam. Ganz ehrlich, viel näher kommt man häufig nicht ran. Außer wenn man wirklich die Wege abschneidet. Deshalb würde ich jetzt vielleicht noch versuchen, hier ein paar Meter näher zu kommen, den vielleicht noch ein bisschen seitlicher zu kriegen. Und vielleicht auch diesmal zwei Schüsse in die Lunge zu kriegen, weil bei einem Schuss haben wir gerade gesehen, also wenn ein Schuss auf 30 Meter in der Lunge nicht wirkt, dann wird's aus 50 Meter erst recht nichts so, ne? Deshalb werden wir mal gucken, er ist wieder ruhig, perfekt. Deswegen werden wir mal gucken, wie wir jetzt hier rankommen. Und dann werden wir gleich mal
wirklich versuchen, zwei Schüsse drauf zu bekommen. 47 Meter haben wir jetzt noch. Da kommen wir auf 40 Meter ran, das wäre auch schon mal gut. Weil er steht halt auch perfekt gerade, ne? Ich will eigentlich gar nicht so viel näher ran, um ehrlich zu sein. Ja. Ich glaube, wir riskieren es mal. Aber da sehen wir jetzt schon. Dass das wieder nicht wird, ne? Wir gucken mal gerade auf die Karte, weil ich glaube, also wenn wir da nicht Lungen getroffen haben, dann fehlt auch einfach da jetzt das Tod. Aber taucht er auf, ist die Frage. Sehen wir den irgendwo? Selbst in diesem flachen Gewässer hier sehen wir den nicht, oder was? Eieieiei. Da kann ich ja fast nicht glauben, ne? Wir gehen mal gucken. Weil die Schüsse, ehrlich gesagt, sehen die beide nach einem Lungentreffer aus. Und dann ist es einfach zu wenig. Muss man sagen. Dann ist diese 100er Aufpilzung einfach zu wenig. Ob dann der Durchschlag fehlt, aber ey, wir haben eine Lunge zweimal getroffen mindestens. Ich glaube sogar, dass ich das dritte Mal vielleicht auch noch getroffen habe. Davon liegt er, glaube ich, ne? Da liegt er, glaube ich, im Busch. Dafür hat er, also hier wirklich zwei tödliche Treffer und dafür hat er echt noch lange gelebt, ne? Ich weiß nicht, ob ich den dritten auch noch getroffen habe. Boah. Also ich meine, die Fluchtdistanz an sich jetzt, die ist nicht so weit, ne? Die geht schon klar, aber das hätte gereicht, dass der wirklich in den meisten Fällen, wo es dann tiefer wird, hier konnte er halt nicht abtauchen. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Wir gucken mal, ob wir den dritten auch noch getroffen haben. Aber, also an tiefen Gewässern hätten wir den schon wieder verloren wahrscheinlich, ne? Ja, da sehen wir es. Zweimal getroffen. In die Lunge. Und okay, zweiter war in den Fuß drin. Warum der mir da zweimal tödlichen Treffer gezeigt hat? I don't know. Okay, für einen Lungentreffer geht schon wieder fast, ne? Wir bräuchten halt den zweiten Lungentreffer, weil ich glaube, mit einer zweiten Lunge kriegen wir die relativ kurz gehalten, die Distanzen. Die war jetzt auch nicht so weit, ne? Von der Fluchtdistanz her. Aber so schwierig, da einen zweiten Lungenschuss drauf zu kriegen, weil halt auch einfach der Durchschlag fehlt, ne? Diese Springen dann, genau diese Aktion, die sie hier danach machen, boah, schwer da echt einen zweiten Treffer drauf zu bekommen, um am Ende dann den wirklich vielleicht schnell zu legen. Also ich glaube, dass man mit zwei Schüssen das vielleicht machen könnte, versuchen das nochmal. Ich versuche mal, eine Garde zu finden und den wirklich mal zweimal Lunge zu treffen, weil man darf ja zweimal schießen, auch mit der Wertungsstatistik. Das ist alles kein Problem. Da hinten ist ein Alligator, den sehe ich schon am Baum da hinten. Insofern ist das unsere Hoffnung, die wir noch haben wahrscheinlich. Dass wir wirklich gucken, dass wir zweimal Lunge treffen und dann die Distanz vielleicht ein bisschen kürzer bleibt. Aber das sind also so viele Konjunktive da, dass ich die Waffe schon wieder nicht mehr fühle, ne? Ich sag's so ehrlich. Also im Best-Szenario sozusagen wahrscheinlich eine gute Waffe, aber in der Praxis, wo man einfach verschiedene Situationen irgendwie handeln muss, ob die nun weit weg sind, ob die, keine Ahnung, gerade ein bisschen spitzer liegen und so. Also im Best-Case 30 Meter voll breit und man kriegt zweimal eine Lunge, wahrscheinlich eine gute Waffe. Aber in der Realität einfach hat man diesen Best Case einfach so selten. Und ich hätte von dieser Munition echt viel mehr erwartet. Auch bei einem einfachen Lungentreffer. Da ist auch noch einer im Wasser, glaube ich. Was ist das da? Ist das ein Baum oder sowas? Sieht aus wie ein Alligator, ehrlich gesagt, aber ist komisch. Ja, aber selbst bei einem einfachen Lungentreffer, gerade bei der ersten aus 30 Meter, da erwarte ich einfach mehr, ne? Da muss ich einfach bei einer 100er Durchschlagsmunition einfach viel, viel mehr erwarten. Gehen sie nicht. Weiß ich nicht. Aber wir gucken mal, ob wir da vorne uns an den noch anpirschen können. Und wir den vielleicht auch noch erlegen können. Na, ich sehe aber schon, anpirschen wird da wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil er auf so einer komischen Ecke da liegt. Aber wir gucken mal. Ja, der Alligator hat sich leider ins Wasser verzogen. Aber das ist vielleicht mal eine Gelegenheit, um den Kopfschuss mit dem Durchschlag zu testen. Weil Schädel ist natürlich auch noch eine Option, die wir haben, mit einem Gehirnschuss. Und da ist, glaube ich, die Durchschlagsmunition auf jeden Fall die bessere 100er Durchschlag. Aber das Problem, da ist natürlich, na, da hinten ist auch noch einer, der geht auch ins Wasser jetzt.
Das Problem an der Sache ist natürlich, dass wir da einfach dieses kleine Visier haben, ne? Und da jetzt den Schild. Eieieiei, also. Haben wir aber. Ja, Lucky Luke auch, ne? Einfach Lucky Luke. Das ist natürlich eine Option, die man immer hat. Ich finde diese Gehirnschüsse, wenn sie klappen, natürlich geil, aber halt wirklich, weiß ich nicht, schwer einfach. Ich habe schon mal einen Diamant-Alligator damit geschossen, aber boah, das ist halt jedes Mal ein risky Move sozusagen. Aber jetzt haben wir gesehen, der Durchschlagsrevolver natürlich erfüllt natürlich das, was er soll. Ich glaube, dass der Lungentreffer, keine Ahnung, ist, glaube ich, nicht so der Bringer, um ehrlich zu sein. 23 Aufpilze gemeint, aber auch schon, ja, schon mehr als nochmal eine 13.6. Vielleicht testen wir den nochmal auf Lunge, ne? Scheiß mal auf den doppelten Lungenschuss da den anderen. Vielleicht testen wir den nochmal auf Lunge. Hier sehen wir es aber, Schädel ins Gehirn, aber hier sehen wir auch einfach diesen Durchschlag, ne? Dass wir wirklich, wenn wir jetzt uns, keine Ahnung, wenn ihr euch Schüsse anguckt mit der M1 oder 3006 oder Eckers, ist ja die 3006, ne? Dann dieser Durchschlag hier, der wirklich einmal komplett diagonal durch den Schädel geht, den wird man damit nicht hinkriegen. Und hier das Gehirn dann zu treffen, ist natürlich auf jeden Fall mit dem Bums ein bisschen leichter. Manchmal kommt man halt nicht rein aus so einem Winkel, da muss man die richtig breit schießen. Und dann halt, wenn sie sich bewegen, genau das Gehirn zu treffen, eigentlich mal so ein bisschen aufs Auge zielen, dann kommt man ein bisschen hinten rein ab, dann ist man im Gehirn drin. Aber das ist wirklich schwer und hier haben wir es ein bisschen schräger geschossen. Und dadurch ist natürlich die Bewegungsgeschwindigkeit nicht so schnell von dem Alligator und wir können es ein bisschen besser abschätzen. Ne? Aber hier 57 Meter, der Schuss hat auf jeden Fall gepasst ins Gehirn und damit erlegt. Sehr gut. Also, das hat funktioniert. Wie gesagt, dann würde ich gerne nochmal vielleicht echt so ein... Die anderen sind wahrscheinlich abgetaucht, logischerweise, weil wir geschossen haben. Ich suche mal nochmal eine Guardshot und wir testen nochmal tatsächlich die Durchschlagsmunition auf Lunge. Weil da sollten wir zumindest Doppellunge vielleicht hinkriegen und Aufpilzung nicht ganz so schlecht. Wir testen das mal. Ja, das war jetzt ein bisschen der Lucky Shot. Weiß auch nicht, was ich da gemacht habe. Ich habe nur das Maul gesehen und habe gedacht, wir schießen einfach mal rein. Da bin ich sehr gespannt, was wir da getroffen haben. Ich habe jetzt einfach nur so aus Just for Fun geschossen, Alter. Weil ich dachte, ja, komm, der sitzt da gerade. Ich wollte ein bisschen Alligator suchen, wie gesagt. Hab einfach mal geschossen und dann ploppt der auf. Und da ist noch einer. Also der Durchschlag hier bei dem Ding. Also die Headshots bei dem sind on point einfach. Die Headshots bei dem sind wirklich on point. Eieiei, ich bin sehr gespannt, was wir bei dem hier getroffen haben, weil da müssen wir durch den Kiefer geschossen haben, durch die Kieferplatte, ins Gehirn. Tatsächlich durch die Kieferplatte im Wasser ins Gehirn. Also der Durchschlag, muss ich sagen, der ist es einfach. Auch hier, gleicher Schuss, ähnlich wie gerade, wieder so ein relativ spitzer Winkel. Aber weil wir einfach diesen 100er Durchschlag haben, kriegen wir den einfach easy erlegt. Das ist der Game Changer. Scheiß auf die andere Munition. Diese Durchschlagsmunition, die ist einfach der Burner. Wir schießen das dreimal auf den Alligator auf den Kopf und dreimal treffen wir das Gehirn. Das habe ich mit der M1 oder mit ähnlichen Gewehren noch nie geschafft, in der Regelmäßigkeit, das wirklich reinzukriegen, die Schüsse. Und dann wirklich ins Gehirn. Vor allen Dingen diese Maulschüsse habe ich auch schon ein paar Mal versucht, ehrlich gesagt. Aber da fehlt dann häufig einfach der Bums, um dann da reinzukommen bis ins Gehirn. Aber mit dem hier ist er. Da bin ich, aber ich teste nochmal die Lunge. Ja, das Problem ist, wir haben natürlich zuerst den Alligator da im Gras irgendwo. Und eigentlich schon eine Schussdistanz, glaube ich, für die Lunge. Aber das ist halt wieder dieser Case, wo man dann einfach auch schwer in die Lunge reinkommt, weil man sie nicht sieht in dem Gras und die dann versteckt sind. Da mache ich mich schon mal so ein bisschen schussbereit vielleicht. Ah, da läuft er schon, ne? Da läuft er nämlich schon. Und dann ist er tatsächlich wieder im Wasser verschwunden. Noch nicht mehr hoch, ne? Ja, das ist halt dieses Ding, was ich gerade schon bei dem anderen oder bei der anderen Munition gesagt habe. Man hat halt einfach selten diesen perfekten Case, den man bräuchte bei der Aufholzmunition. Das ist so schwer einfach
Gerade bei den Alligatoren, die halt häufig hier in diesem Gras liegen. Noch wichtige Position an, als ob da noch einer wäre. Dass man da wirklich die Schüsse so platzieren kann, wie man sie braucht, ne? Und deshalb glaube ich, dass gerade diese Kopfschüsse, die wir gerade gemacht haben im Wasser, wahrscheinlich tatsächlich die Lösung sind. Die ist natürlich immer noch risky, Gehirn, kleine Trefferfläche, insofern Lunge bestimmt die bessere Wahl. Aber weil man mit dem Revolver einfach so nah ran muss, ich habe hier zwei Alligatoren gesehen, die habe ich halt da von hinten gesehen. Die hätten wir von da hinten mit dem einen schießen können, gar kein Problem, die lagen hier beide offen. Aber wenn wir halt jedes Mal ran müssen an die Alligatoren, dann ist es einfach schwer umzusetzen, um da wirklich mit dem Revolver dann in die Lungen zu kommen. Das ist wirklich nicht so leicht. Und da vorne ist nochmal der nächste, aber auch der wieder 105 Meter. Wir kommen halt nicht so richtig an die ran. Auch hier die Position natürlich wieder nicht so gut. Wir versuchen trotzdem mal den 100 Meter Schuss mit dem Durchschlag. Auch wenn ich gerne näher ran wollen würde, aber ihr seht's, es ist halt schwierig. Wenn der jetzt mal da, bleibt er nicht hinter dem Baum da liegen, ne? Also, ich würde sagen, getroffen haben wir den. Wir sehen es auch. 75. Auch Lunge drin. 50. Boah, aber den. Also sterben wird, ja. Ist nur die Frage, ob der auftauchen wird. Da bin ich mir nicht so sicher, doch ist aufgetaucht, ne? Also selbst auf der weiten Distanz, wir gucken mal, was wir da getroffen haben tatsächlich. Bei den beiden Schüssen. Das ist halt dieses Ding, ne? Also. Da wirklich diesen Optimalfall hinzukriegen. Jetzt haben wir immerhin schon mal aus 100 Meter Distanz mit dem Durchschussrevolver hier oder mit der Durchschussmunition, besser gesagt, den Alligator ganz gut erlegen können. Die Flugdistanz war jetzt auch nicht so weit, aber auch nicht viel kürzer als die eine, wo wir den einfachen Lungentreffer hatten mit der Aufhörungsmunition, ne? Ich glaube, Lungenschüsse bleiben einfach nach wie vor ein bisschen glücklich. Jetzt komme ich da nicht dran, weil er am Baum hängen bleibt, oder was? Willst du mich eigentlich komplett trollen? Willst du mich komplett trollen? Also, nein! Auch das noch, ey. Da kommen wir echt nicht dran, glaube ich. Ich komme jetzt zwar noch ein bisschen weiter bis zur Kante da vorne, aber ich glaube nicht bis zum Alligator, um ehrlich zu sein. Nee, da ist tiefes Wasser, oder? Nee, da kommen wir nicht hin. Da kommen wir nicht hin, ey. Ja, perfekt, ey. Rubbelt er sich da ein bisschen los? Ja, so ganz langsam geht er links rum, ne? Oder? Ja. Er bewegt sich auf jeden Fall ein bisschen weiter nach links. Wir gucken mal. Vielleicht schubbelt er sich da noch los, Alter. Weiß nicht, ob das Bein am Ende da nicht hängen bleibt oder so. Weiß nicht, wie da die Kollisionsboxen sind. Ich möchte nur wissen, ob wir jetzt wenigstens getroffen haben. Weil das muss er zumindest, ich weiß nicht, ob wir beide Schüsselungen getroffen haben oder nur einen. Aber ich glaube, er wubbelt sich da los, ne? Er wubbelt sich langsam los. Auch da, Alligatorenjagd natürlich immer gefährlich bei so Bäumen, ne? Da können sie manchmal auch hängen bleiben. Ich hatte auch schon ein paar, die tatsächlich hängen geblieben sind und sich dann nicht mehr losgeschubbelt haben. Der sieht eigentlich noch ganz gut aus, dass er vielleicht sogar da vorbeikommt. Das sieht eigentlich ganz okay aus. Hallo, Alligator, hier bin ich. Kommst du zu mir? Ich sag mal so, er hat sich auf jeden Fall in den Baum rumgewunden. Aber richtig schnell kommt er auch nicht, ne? Aber ich glaube, er schwimmt langsam. Wir sehen es, 7,3 Meter noch. Mit dem Tempo ist er morgen bei mir, ne? Perfekt, ey. Perfekt. Aber wir müssen ihn gleich annehmen können. Und dann bin ich mal gespannt, was wir da tatsächlich... Ah, guck mal, jetzt kommt er mit Highspeed, Alter. Was wir tatsächlich getroffen haben. Gucken mal, ja. Aber, also selbst hier sind wir schon aus 99 Metern einfach Doppelunge, ne? Aus 99 Metern Doppelunge und dann nochmal Vorderlauf. Also ein Doppellungentreffer haben wir gehabt. Der zweite... Das ist halt das Ding, man muss halt, glaube ich, einfach bei beiden Munitionsarten letztendlich, wenn man auf Lunge schießt, halt den zweiten Schuss reinkriegen. Das ist auch bei der M1 der Fall oder bei den anderen Gewehren. Und dann glaube ich, beide Munitionsarten auf Lunge nicht so schlecht. So mit einem Verlungentreffer. Ich glaube sogar, dass ich würde sogar auf jeden Fall diesen Durchschlag oder die Durchschlagsmunition auf jeden Fall weiter vorne werten. Einfach diese doppelte Lungentreffer, selbst auf 100 Meter schon. Einfach besser. Wir haben gesehen, die Aufpilzung aus 30 Meter hat komplett enttäuscht. Da hatten wir einfach einen Lungentreffer. Jetzt hier aus 99 Meter haben wir Doppellunge. Und was natürlich ganz klar im Bonus ist, sind die Kopfschüsse, ne? Die Kopfschüsse haben wir gesehen, die sind
so insane gewesen, allein dieser Schuss durchs Maul durch und dann zweimal diese Diagonalschüsse durchs Gehirn, wo viele, viele Kugeln einfach versagen. Also da auf jeden Fall schon die neue Wunderwaffe für mich. Hat mich echt überrascht. Ich bin damit komplett an eine Warnungsfalle reingegangen. Ich habe gedacht, dass diese Aufpilzungsmunition, die hunderte Aufpilzung, einfach so, so viel, viel mehr Wirkung machen wird, dass sie so kurze Flussstrecken haben und es damit tatsächlich besser funktioniert. Aber dann hat die Durchschlagsmunition komplett überrascht. Komplett überrascht. Gerade bei den Kopfschüssen im Wasser, die halt sonst mal sehr tricky sind. Aber auch hier beim 100-Meter-Schuss auf Doppelunge. Also für mich ganz klar die Munition auf jeden Fall die bessere. Und sicherlich eine Option für Alligatoren. Sicherlich eine Option für Alligatoren. Ich bin sehr überrascht. Geil! Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Vielleicht benutzt ihr ja den Rhino oder so einen Backshot für Alligatoren. Oder wie euch die Munition überrascht hat. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und ansonsten würde ich sagen, beenden wir den Test hier. War auf jeden Fall ein solides Ergebnis. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.